Ja, liebe Leute, Unboxing-Videos sind wohl im Moment in und ich habe hier auch was gekriegt. Und was da drin ist, es ist nicht viel. Zeige ich euch jetzt. Do not open with sharp object. Tja. Also machen wir es mal ganz vorsichtig auf. Ich weiß ja, was drin ist, deswegen mache ich es auch vorsichtig auf. Ein großer Karton. Sehr groß. Für eine relativ kleine Sache. Papers, Rechnung und Rücksendebeleg. Ich hoffe, dass ich es nicht rücksenden muss. Und hervorkommt dieses schöne Teil. Ein Zelt von Vango. Ein Blade 200, ein Zwei-Personen-Zelt, relativ leicht und relativ klein verpackt. Wie das Ganze dann nachher draußen aussieht, da kommen wir später zu. Ja, eben war es noch im Karton, jetzt schon auf der Wiese. Wie gesagt, Blade 200 von Vango. Kommt daher in grün, auch vom Außenzelt her. Hat eine 5000 mm Wassersäule am Außenzelt und 10.000 mm vom Innenzelt, was ausreichen sollte. Ist nochmal extra feuergeschützt. Oder ein bisschen besser als die herkömmlichen Zelte, aber trotzdem sollte man damit natürlich sehr, sehr vorsichtig sein. Und ist ziemlich leicht. Kostenpunkt für das Teil in Deutschland zwischen 140 und 170 habe ich es gesehen. Gibt es bei mehreren Händlern. Was mir aufgefallen ist, bei YouTube gab es dazu noch kein Video. So, das erste Mal, dass ich das jetzt hier aufbaue. Was schön ist, was ich eben schon gesehen habe, das ist also ein ganz schön großer Packsack. Kein Reißverschluss, sondern der ist auch ein bisschen größer und bietet euch deswegen dann auch Platz, wenn das mal nicht so sauber zusammengebaut ist. Jo, innen drin haben wir wohl hier ja, die üblichen Gefahrenhinweise und Aufbauanleitung. Okay. Und jetzt schauen wir mal, wie wir das Ganze so hinkriegen. So, die Wäschespinne steht wieder. Ich habe zwar hier ziemlich viel Wiese, aber naja gut, es ist halt Wiese und kein Rasen. Das Vengo steht. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich habe mir das jetzt mal im Detail angeschaut. Die Verarbeitung ist also wirklich sehr gut. Auch hier unten vom Überzelt und auch vom Innenzelt die Verarbeitung. Das ist alles recht gut gemacht. Ich hätte mir also eigentlich auch sparen können, hier eine Folie drunter zu legen. Hätte ich nicht gebraucht. Ihr seht auch, diese Spanner sind wirklich sehr gut. Ist also kein Billigzeug. Auch wenn es nicht das teuerste Zelt ist. Und das ist auch nicht das billigste. Ist also Mittelklasse. Entlüftungen, denke ich mal, reichen aus. Hier haben wir was Schönes. Und zwar wird das Überzelt an den Endpunkten oder an den Kopf- und Fußpunkten mit diesen bekannten Schnellverschlüssen festgemacht. Mit einer Hand ist das natürlich jetzt doof. Na, geh rein. Ist eine Sache, die sehr schön ist, die man dann auch wunderbar hinbekommt. So sieht es also nochmal in der Totalen aus. Ja, für zwei Leute recht gut brauchbar. Die Schnüre, die hier jetzt mitgeliefert werden, sind auch nicht schlecht, die sind reflektierend, wunderbar für einen Zeltplatz oder Campingplatz.
Im Wald weiß ich nicht. Da sollte man vielleicht das Ganze gegen Grüne austauschen. Ja, gut, hier haben wir ein bisschen Stoff über, ein bisschen Nähte über. Aber okay, das ist das Einzige, was ich bis jetzt so festgestellt habe. Hier vorne haben wir ebenfalls eine Entlüftungsöffnung. Und jetzt gucken wir uns das Ganze mal innen an. Man kann also sowohl diesen Eingang wie auch den linken Eingang, rechten und linken Eingang separat öffnen. Und man kann dann diesen Eingang hier auf der einen Seite festmachen. Man kann das mit beiden machen oder einzeln. Je nachdem auch finde ich es ganz gut, wie die Windrichtung steht. Vorne hat man genug Platz für seine Schuhe, kleines Gepäck oder wie auch immer. Ich glaube, da kriegt man schon ganz gut einen Rucksack oder auch zwei hin. Hier haben wir etwas, oder habe ich entdeckt, von der Seite ist hier noch eine Tasche eingenäht. Ja, also sozusagen als Geheimtasche kann man das verwerten. Man hat hier Gase, um entsprechend eine Entlüftung vom Innenzelt zu gewährleisten. Und man hat nur eine Eingangsmöglichkeit. Die muss man also ganz öffnen. Ansonsten klappt es nicht. Entschuldigung, das ist jetzt mit der einen Hand und der Handycam ein bisschen blöd alles. Gehen wir mal rein. Drinnen. Genügend Platz, wirklich, für zwei Personen. Notfalls würde ich sogar sagen, würde es mit drei gehen. Aber dann ist das wirklich schon eng. Ich mache jetzt hier mal zu, um euch das zu zeigen. So. Wir haben also hier die Frontentlüftung, kann man natürlich auch zumachen. Ja, haben wir hier nochmal so eine Befestigung, um dieses Dreieck festzumachen, aber das halte ich eigentlich für Blödsinn, man kann das auch so hängen lassen. Das stört eigentlich nicht. Hier haben wir einen Ring, um Beleuchtung festzumachen. Dasselbe haben wir hier hinten, auch nochmal dran. Und hier hinten haben wir nochmal eine Entlüftungsöffnung. 5000 Milliliter Wassersäule hat das Außenzelt, der Boden 10.000 Millimeter, das ist schon einiges. In der Front haben wir sowohl rechts wie auch links zwei Netztaschen, die haben wir auch hier. Ich habe die Schlappen angelassen, fürchterlich, wenn das mein Weib sieht. Ansonsten, wie gesagt, also Verarbeitung ist top. Ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Auch die Nähte, die vorhanden sind, sind alle ordentlich verarbeitet. Reißverschlüsse sind schon hochwertigere. Das Ganze ist schon überlegt. Es wird überlegt konstruiert. Es wird als Einsteigerzelt beworben. Muss ich euch sagen, sehe ich also ein bisschen anders. Für mich ist das schon ein Zelt. Also, naja, gibt es ein Einsteigerzelt? Ich würde mal sagen, ganz ehrlich, nee. Also, entweder hat man ein gutes Zelt oder hat man ein nicht so gutes Zelt. Was ist bitte schon ein Einsteigerzelt? Also, da muss man sich doch mal die Frage stellen. Qualität, wie gesagt, ist in meinen Augen sehr gut, sehr hochwertig für den Preis zwischen 140, 170 Euro, je nachdem, bei welchem Händler ihr das kauft. Aber in meinen Augen wirklich eine gute Qualität. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das dann draußen wirklich bewährt. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß im Wald und auf der Flur. Respektiert die Natur. Bis dann. Bye bye. Euer Dietmar.